weiß eigentlich nicht, was Gwen hat. Sie wird's gar nicht merken, wenn ich... Oh Mann! Ist das ein Dinosaurier? Und wer ist der Katzentyp? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, der sieht doch cool aus. Okay, wir nehmen den Kraftprotz. Oh, anscheinend haben wir hier Turbulenzen. Geht's euch gut? Der Krachermann. Ach nein, du bist ein Alien. Kracher-Alien. Oh. Oh, na super. Ziemlich cooler Alien, oder? Ben, du hast keine Ahnung, was dieser Alien macht. Du hättest alles zerstören können. Hab ich aber nicht. Wie wär's, wenn wir mit dem Neuen einen Testlauf machen? Ich wette, er ist richtig stark. Vielleicht sogar stärker als die Krake. Ich nenne ihn Kraftprotz oder Muckimann. Wow, okay, nicht so stark wie gedacht. Ben! Ein starker Sturm. Ich hoffe doch, ihr seid angeschnallt. Alles gut, Opa Max. Gwen! Sieh mal, Ben. Ben? Tada! Schau dir das an. Wow, deine Halblinge sind doppelt so stark. Ups, und die Kiste ist offensichtlich doppelt so schwer. Ich hab's noch nicht ganz kapiert. Wer hat dir das sagen? Bin ich ich oder bist du ich? Wir sind beide wir. Wahnsinn! Denkst du, woran ich denke? Wir stehen übereinander in einem Trenchcoat und schleichen uns in einen Film ab 16. Wie wär's mit... Wow! Vergiss es! Das macht viel mehr Spaß! Schlag im Zaum! Ich habe alles unter Kontrolle. Was ist denn jetzt los? Ist bei euch da hinten alles klar? Wer sind die denn? Das ist Bens neuer Alien. Seine neuen Aliens. Höchst erstaunlich. Ein sich duplizierender Alien. Halte deine Doppelschläge im Zaum. Ich heiße nicht Doppelschlag. Ja, also man schlägt dir kräftig auf den Rücken und du verdoppelst dich. Dann stimmen wir eben ab. Wer ist dagegen? Ich. Wer ist für Doppelschlag? Ich. Mir gefällt er. Mir auch. Ich habe kein Problem damit, Verräter. Ich bin unzerstörbar. Ich kann ihn nicht mehr hochziehen. Willst du wirklich den ganzen Sommer mit uns verbringen? Machst du Witze? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich muss ihn ins Gleichgewicht bekommen. Oh nein, ich habe übersteuert. Kinder, gebt gut Acht. Verflixt noch eins. Da will ich einmal tatsächlich auf die Tennisons treffen und alles ist bewölkt. Kann ich nicht einmal Glück haben? Oh nein, jetzt ist keine gute Zeit, um über Luftverschmutzung zu reden. Ich kenne nur eine Familie, die so schamlos mit Technologie angeben würde. Wir haben unser Ziel gefunden, meine Herren. Los, alle Mann an die Kanonen! Mit Volldampf voraus! Mein Magen macht das nicht mehr lange mit. Komm schon, das wird wie in den guten alten Zeiten. Okay. Also ist euch klar geworden, weshalb es eine schlechte Idee ist, bei einem Testflug mit neuen Aliens zu spielen? Ja. Hey, wenn du deine Freunde wieder einsammeln möchtest, wäre das toll. Vielleicht sind wir wirklich zu weit gegangen. Ja. Nach 5 Tagen kann ich auch noch einen Nachmittag warten. Keine unbekannten Aliens mehr, bis wir gelandet sind. Ja, geht klar. Es ist ein gutes Gefühl, wieder nur einer zu sein. Schön, dass dein Doppelschlag wieder vereint ist. Gwen, hör auf mit dem Doppelschlag-Kram.